Schon zu früher Morgenstunde wartende Journalisten vor dem Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Sie versuchen, einen der wegen Corona raren Plätze zu ergattern. Es geht um einen der größten Wirtschaftsprozesse der deutschen Geschichte, die Abgasmanipulationen von Dieselmotoren bei Audi. Der ehemalige Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere frühere Audi-Verantwortliche müssen sich unter anderem wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten. Stadler wird vorgeworfen, dass er spätestens ab September 2015 von den Manipulationen bei Audi wusste, den Verkauf der betroffenen Autos aber nicht gestoppt hat. Damit wird, 5 Jahre nach Bekanntwerden von Dieselgate, die Frage, wer strafrechtlich Schuld trägt an dem Abgasskandal, erstmals vor einem deutschen Gericht verhandelt. Wir müssen beweisen, dass Herr Stadler gewusst hat von den Manipulationen. Das wird nicht so ganz leicht sein, aber wir sind zuversichtlich, dass wir es hinkriegen, es ihm zu beweisen. Davon geht ja die Anklageschrift auch aus. Die Beweisführung wird also nicht leicht werden. Stadler weist bisher sämtliche Vorwürfe zurück. Ein Urteil wird erst Ende 2022 erwartet.